Und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder live mit dem nächsten Match aus der heutigen Series mit Virtus Pro gegen LGD Gaming. Und ja, irgendwas funktioniert hier nicht so ganz. Ja, ihr könnt weiter abstimmen, wer gewinnt Spiel Nummer 2, wer macht das Rennen. Muss nur mal ganz kurz den Vote resetten. Ausrufezeichen LGD oder Ausrufezeichen Virtus Pro oder Reap hier in den Chat schreiben. Und so wie es aussieht, überraschenderweise Klapper gesellt sich zu mir zum Co-Casten. Ist gerade aber, glaube ich, noch kurz unterwegs. Sollte mir dann aber auch gleich joinen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Hatte mit Klapper noch nie gecastet. Wird sicher witzig werden. Und ja, Virtus Pro in Spiel Nummer 1. Leider konnten nicht ganz so überzeugen, hatten einige Schwierigkeiten und ja, LGD, die wenigen Fehler, die Virtus Pro gemacht hat, konstant bestraft, haben es ausgenutzt, dass DK Phobos ohne Dagger nicht allzu viel in den Fights machen könnte und sind einfach für diesen Five-Man-Deathball gegangen, gegen den Virtus Pro keine Antwort gefunden hat. Und SF Gyrocopter sind gebannt. Wieder entscheidet sich LGD für die zwei Signature-Bands gegen Virtus Pro, beziehungsweise ja, Silencer muss raus. Wollen auf jeden Fall hier dieser Series nicht von einem Silencer von Virtus Pro überrascht werden. Und auch die Naga Siren ist weg. Ja. Also dann, Naga Siren plus Silencer müssen hier beide weg. Wieder die Standard-Bands, einfach um zu verhindern, dass Virtus Pro so, ja, ihren Spielplan durchziehen kann. Sie haben es im letzten Spiel probiert mit der Draw Ranger und sie kriegen den Lash-Rack durch. Der erste Pick hier in dem Main-Event mit dem Lash und Virtus Pro gönnt ihn sich und bestraft LGD Gaming direkt dafür, dass sie wieder Silencer und wieder die Naga Siren bannen. Stimmt, das habe ich ja ganz übersehen gerade. Der SF musste raus und auch Gyrocopter. Und dafür haben wir Lash auf der Seite von Virtus Pro. Und das könnte richtig dick werden. Bounty Hunter und Lina sind die Antworten darauf von LGD. Und wir werden es gleich sehen, ob LGD mit dem Lash umgehen kann. Oder ob Virtus Pro, ja, mit dem Lash zum Sieg kommen kann. Earthshaker direkt wieder hinten dran, also auch wenn es in Spiel Nummer 1 nicht ganz so gut geklappt hat, schenkt FNG dem Earthshaker im Lineup von Virtus Pro immer noch großes Vertrauen. Könnte natürlich auch sein, dass wir dieses Mal keinen Offlane-Shaker, sondern einen Support-Shaker von entweder FNG oder Lil sehen werden. Nur, oh Gott, der Lash. Ja, und da sagen die Leute, es wird immer nur dasselbe gepickt. Das ist der erste Lash-Pick hier im Main-Event. Endlich sehen wir doch mal was anderes. Endlich sehen wir mal den Lash. Und Klapper, schön, dass du hier bist bei mir. Haben noch nie zusammen gecastet. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Stimmt, echt, haben wir schon mal. Ja, stimmt. Ja, normalerweise warst du immer so der versteckte Statsman, wenn du mal Lust hattest. Aber gut, Lash für Virtus Pro und Earthshaker hinten dran. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Also mit dem Lash kann man eigentlich so nichts falsch machen. Wegen dem Lash bist du jetzt hyped. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Vote-technisch Virtus Pro wieder weit vorne dran bei unseren Zuschauern. 70% für Virtus Pro, 30% für LGD. Sieht ja so, ja, da haben sie den Favoriten gefunden. Aber gut, Virtus Pro, einziges EU-Team noch im Rennen. Ich muss auch sagen, ich würde es Virtus Pro natürlich gönnen, weil EU-Dota dieses Jahr eigentlich ganz so stark gewesen. Wenn Virtus Pro dann noch ein paar Runden weiterkommt, würde es echt gerne sehen. Und mit dem Lash haben sie hier natürlich jetzt eine ideale Chance, ne? Ja. Bin gerade am Schauen. Lash, wie oft wurde denn jetzt gepickt in der Main-Runde? Noch keinmal in der Gruppenphase. 13 Mal, 8 Matches gewonnen, 5 verloren. Geht eigentlich. Solide 61% Winrate, aber er ist einfach pures Aids, gegen ihn in der Mitte zu spielen im aktuellen Meter. Und ja, Bounty Hunter, Lina, so weit, so Standard bisher. Aber ich weiß nicht, du hast Spiel Nummer 1 ja auch gesehen. Was muss Virtus Pro denn in dem Match ein bisschen anders machen, um hier gegen LGD eine Chance zu haben? Weil das sah schon relativ perfekt aus, was LGD in Spiel 1 zusammengespielt hatte. Ich habe, um ehrlich zu sein, das erste Spiel gerade nur so halb gesehen. Aber ja, deswegen kann ich das nicht so ganz beurteilen, was jetzt schiefgelaufen ist.
Okay, ja gut, dann Spiel Nummer 2, Klopper dabei, volle Aufmerksamkeit, dann kann es ja nur besser werden bei Virtus Pro. Und Visage wieder gebannt, Stormspirit ebenfalls, aber es bleibt auch weiterhin die Queen of Pain drin. Auch einer der Picks, mit denen Virtus Pro im Verlauf des Turniers relativ erfolgreich war. Vor allem God of the Quap wäre in der Mitte ja auch noch eine Möglichkeit. Man kann ja den Lash auch ganz normal noch in der Safe Lane spielen. Und Darkseer muss raus, Darkseer wird gepickt. Okay, Crystal Maiden für Virtus Pro, was ja einer so der erfolgreichsten Helden überraschenderweise im Verlauf des TIs ist. Crystal Maiden nicht ganz so häufig gepickt, 26 Mal, aber davon 17 Matches gewonnen. Also die Maiden sehr erfolgreich, die Antwort darauf direkt der Phantom Lancer. Typisch chinesischer Pick, auch nur 20 Mal, aber ja, 13 Wins, 7 Loses. Ja, auch der Phantom Lancer, ja. Das war, wobei, Virtus Pro hat den Lash und der funktioniert halt relativ gut. Allein die Pulse Nova gegen die ganzen Illusions im Early Game. Ja, also Phantom Lancer gegen Lash ist so eine Sache. Aber gut, mit Diffur klaust du im Lash relativ schnell das Mana. Könnte sogar funktionieren auf der Seite von LGD. Also ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, LGD den Gyrocopter und den Shadow Fiend zu lassen, war, glaube ich, der größte Fehler, den Virtus Pro eben in dem Game gemacht hat. Okay, also jetzt ohne SF und ohne Gyrocopter schätzt du die Chance ein bisschen höher ein hier von Virtus Pro. Aber ja. Was mich so ein bisschen überrascht ist, dass halt LGD wirklich, klar, Hausaufgaben wurden gemacht, wir sind jetzt am vorletzten Tag des TIs, aber dass LGD sich so auf diese Special Picks von Virtus Pro einschießt. Silencer, Naga, gut, ist allgemein viel gespielt, aber Visage, Silencer und dafür halt solche Helden wie Quap oder auch den Lash durchlässt, finde ich sehr interessantes Vorgehen von Xiao 8, der anscheinend hier wirklich diese Signature Picks von Virtus Pro deutlich höher oder gefährlicher einstuft als jetzt so die normalen Meta Picks. Finde ich ein interessantes Vorgehen, weil klar, SF, Gyro waren gefährlich von LGD, aber es sind halt trotzdem nur ganz normale Meta Picks im Vergleich zu Silencer. First Pick ist halt Ban. Ist schon sehr extravagant von LGD, muss ich sagen. Bin auch verwundert, dass Rubik noch nicht gepickt oder gebannt wurde. Gerade gegen Leshrac ist das eigentlich der allererste Pick, den man versucht zu bekommen. Anscheinend wollen sie die Lina doch auf Support spielen, obwohl die Lina eigentlich ganz okay gegen Leshrac in der Mitte stehen kann. Zumindest besser als die meisten mit Heroes. Ja, läuft halt dann auf ein ganz normales Gespam heraus. Lina mit ihrer Mega-Attack-Range plus einfach Dragonslave immer durch kann zumindest gegen... Sie muss halt nicht so weit vorgehen zum Last-Hitten. Einer sogar der wenigen Helden, die einigermaßen stehen können. Und Bane, Maiden als Support-Duo hier von Virtus Pro. Also komplett anderer Ansatz als bisher in den Matches. Auch gegen Secret kein Bane dabei gewesen. Habe ich, glaube ich, bei Virtus Pro noch kaum gesehen im Verlauf des Turniers. Ist auch ein bisschen risky. Ich weiß gerade nicht, wofür sie den brauchen unbedingt. Mal schauen. Ja gut, wenn sie den Original Phantom Lancer bekommen oder Lilina, aber es ist halt Bounty Hunter mit Torstar, Darkseer mit Vakuum, der das Fiendscript canceln kann. Und ich habe mich, by the way, geirrt. Der Bane war dabei gegen Complexity einmal von Lil gespielt, war aber bisher der einzige Auftritt von Bane auf der Seite von Virtus Pro. Aber so ganz nah, ich weiß nicht, Bane und Maiden, ungewöhnliches Support-Duo im aktuellen Meta. Und der CK-Bann. Ach ja, stimmt. Dings hat den schon zweimal gespielt, ne? Illidan, einmal gewonnen, einmal verloren. Ja, genau. Hast du gerade richtig gesagt. Zweimal wurde er gespielt, aber beides Mal in der Gruppenphase war an einem Tag. Einmal gewonnen, einmal verloren. Aber Sieg. Also, Xiao 8 hat sich da wirklich sehr gut auf Virtus Pro vorbereitet. Zumindest Pick Band, also bandtechnisch. Nur, ich weiß nicht, ob es sich auszahlt, dass er halt so viele Heroes band, die mal bei Virtus Pro funktioniert haben. Letztes Game, die Joe hat er durchgelassen, die konnten sie gut handeln und. Die Templar Assassin gegen Lash. Das finde ich interessant. Das kann funktionieren, das muss aber nicht. Inwiefern? Weil, weiß nicht, wenn Lash einfach nur einen Value Point in Eddix setzt, kriegt er doch die Refraction relativ leicht weg, oder? Ja, eben genau deswegen. Dafür muss Lashrak dann aber auch Eddix skillen. Naja, was er ja eigentlich nicht tut nochmal. Aktuell ist ja Lightning plus Split Earth und dann einfach alles rauspushen. Wobei einmal Eddick, was ist und so vor allem halt Farmen. Ja, aber so ein Value Point in Eddick könnte es der TA halt trotzdem schwer machen. Das wird, wie du sagtest, wird wahrscheinlich eine Support-Lina hier werden. Außer Xiao 8 hat hier was ganz anderes vor und wir sehen eine Support-TA, aber das wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich ist Maybe nicht so bekannt für Lina und FNG wusste das und hat deswegen auch keinen Rubik rausgebannt, weil die beiden Support-Helden schon feststanden.
Na ja, gut, aber vor allem die chinesischen Teams setzen ja eigentlich die Lina hauptsächlich als Support ein. Ich glaube, ich habe bei kaum chinesischen Teams wirklich mal eine Lina Core gesehen. Also mal hat CTY gespielt und Quop für Virtus Pro. Okay, schicken Lash auf die Safe Room. Das hatte ich ja auch im Draft schon angesprochen. Gott ist für seine Quop bekannt. Auch bevor sie im Patch so stark geworden ist oder jetzt im Meta so stark ist, hat er immer wieder Quop gespielt und der rasiert damit ordentlich. Und jetzt gegen die TA Quop funktioniert da mit Shadow Strike relativ gut gegen die Refraction sogar. Bin mal gespannt. Sobald die TA BKB hat, wird es schwer, irgendwas gegen sie zu machen, glaube ich. Ja, sie müssen aber eigentlich nur die Fraction wegkriegen. Virtus Pro hat zwei Sachen, die durchbiegen. Das ist der Bane mit Fiendscript und die Sonic Wave von Quop, wobei sie dann halt darauf achten müssen, dass sie die Refraction davon niedergekriegt haben. Aber das sollte eigentlich möglich sein, weil Eddick macht die Refraction Charters ja auch durch BKB weg, oder? Wobei, das ist eine gute Frage, ich meine aber schon. Ich glaube nämlich auch, wenn es auf Tower geht, dann sollte es auch auf BKB Heroes gehen, zumindest soweit ich das jetzt verstehe. Ja, ist ja Physical Damage. Ja, genau deswegen. By the way, vote-technisch sieht das Ganze wieder sehr, sehr eindeutig aus. Hat sie jetzt im Draft ein bisschen vergessen. 74% für Virtus Pro, 26% für LGD. Also ich finde es gut, dass mein Chat die Jungs von Virtus Pro so unterstützt, letztes EU-Team. Aber 26% für LGD erscheint mir doch etwas wenig. Aber ja, wir werden sehen, ob es sich auszahlt. Virtus Pro auf der Dire-Seite. Und wir haben Gott in der Mitte mit der Queen of Pain, Lil auf dem Support-Duo Bane mit FNG auf der Maiden, Lash Safe Lane von Illidan gespielt, DK Phobos wieder mit dem Shaker, der letztes Spiel eigentlich kaum funktioniert hat, aber gut, gegen Phantom Lancer mit dem Decken Echo Slam, das könnte riesig werden. Und auf der Seite von LGD haben wir Syla mit dem Phantom Lancer MMY Support, Lina in der Mitte Maybe gegen Quop, wir haben Yao auf dem Darkseer und irgendwen habe ich vergessen, da ist er ja. Xiao 8 mit dem Bounty Hunter. Soweit eigentlich ganz typisch chinesische Picks. Auch E-Home war viel mit Bounty Hunter Support unterwegs. Lina Support, Darkseer Offlane und auch der Phantom Lancer, so ein typisch chinesischer Carry. Also der untere Lane Ward ist schon ausgepinkt worden. Den wissen sie schon. Weiß nicht, ob sie den jetzt dewarden werden. Glaube aber nicht. Ah doch, die Maiden läuft glaube ich sogar runter dafür. Ja, zwei Sentry-Sätze dabei. Gut, könnte auch einfach die ja gut, jetzt kommen die Creeps. Aber ich bin mal gespannt. Also Quop und Lash. LGD, du hast es ja angesprochen, letztes Game deines Erachtens wird das Pro den Fehler gemacht, Gyro und SF den Jungs von LGD zu lassen. Aber dieses Mal hat LGD halt... Ja, Quop und Lash den Jungs von Virtus Pro gelassen. Ich bin mal gespannt, ob sich das nicht negativ auszahlt hier für sie. Weil Lash ist nicht ohne Grund im Verlauf dieses Turniers eigentlich immer First gebannt worden. In der Main-Event bisher noch keinen einzigen Lash durchbekommen, irgendein Team, außer Virtus Pro jetzt. Also da, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das so funktioniert, wie Xiao8 sich das vorgestellt hat. Aber wenn es nicht funktioniert, dann hat Virtus Pro vielleicht sogar nächstes Game die Möglichkeit, Naga oder Silencer durchzubekommen, was auch zumindest für Game Nummer 3 interessant werden könnte. Wurde gerade in der Mitte der... Wo ist denn der zweite Ward von LGD? Geht ihn gar nicht. Ein Wort steht hier oben auf der Upchoke beim Wald und einer steht unten in der Lane. Das ist da, wo FNG gerade am Farmen ist, steht die zweite Board. Relativ ungewöhnliche Board, wobei sie damit schon von Anfang an Blick in den Jungle haben und was Bounty Hunter ein bisschen die Rotation erleichtern kann. Oben Illidan muss aber schon gut leiden, also dieses Darkseer Bounty Hunter Invis-Geplänkel mit dem Einshell. Ja, bin mal gespannt, ob sich das hier auszahlt, wobei Illidan oben mal schon gut unter Druck gesetzt wird. HP-technisch hat aber auch noch genug Salves und Clarities, Salves und Tangos dabei. Sollte eigentlich machbar sein. Und FNG, dadurch, dass Bounty Hunter oben am Lanen ist, kann der sich im Wald einfach schön farmen gönnen. Also soweit, so in Ordnung für Virtus Pro. Und in der Mitte, ja Gott, der Shadow Strike gegen Maybe, der macht ihm die Mitte schon gut schwer. Kriegt jetzt unterm Tower ein paar Lastets, aber Gott setzt ihn da schon gut unter Druck. Ja, unterm Tower lastet noch für Maybe nicht ganz so einfach. Also zumindest die Performance der Quop in der Mitte, das könnte Maybe hier unter Druck setzen. Vor allem noch der aktuelle Trend, ich weiß nicht. Du hast gemeint, BKB würde relativ gut funktionieren auf Maybe oder wird das Pro schwer machen, aber du willst dir auf TR halt eigentlich kein First BKB kaufen. Nee, die wird es nicht First bauen, aber Maybe ist ja auch in Position 1. Mehr oder weniger, also nach Cider, eigentlich eher Position 2. Aber mit der TA wird er ähnlich viel Farm kriegen und dann wird er seinen Dagger BKB und D so relativ früh haben.
Ja, nur, was heißt früh, solange er es halt nicht hat, steht er trotzdem relativ schlecht in den Fights. Das BKB-Timing könnte hier ja sogar relativ entscheidend sein. Weil man darf auch nicht vergessen, Frostbite macht auch einzelne Ticks und dann, ja, kriegst du auch mit Frostbite die Refraction relativ schnell weg und dann kommt hier eh nicht weg. Also, solange er kein BKB hat, sehe ich relativ gute Möglichkeiten, wie Virtus Pro die Fights nehmen kann, weil auch mit Level 6 Pulse Nova macht auch viele kleine Ticks, also die TA, die läuft hier wirklich Gefahr, da sind viele Spells von Virtus Pro, die einfach nicht ein Tick Mitte wird gegoat? Ja, Mitte wird gegoat von FNG, ja, aber kommt nicht ran. Also es sind viele Spells da, die einfach nur kleine Ticks machen und nicht mit einem Mal so viel Schaden. Okay, jetzt eine Refraction, Shadow Strike kommt aber nicht mehr raus, wird gecancelt. Und da mache ich mir halt Sorgen, ob die TE so funktioniert, wie Xiao 8 oder LGD sich das gedacht hat. Oder wie schätzt du das ein? Weil ich glaube nicht, dass LGD hier viel fighten kann, bevor maybe wirklich BKB hat. Außer er macht da wirklich mit dem Dagger richtig gutes Positioning. Aber ansonsten... Ja, nach Fighten sind die, glaube ich, erstmal nicht aus. Also da ist Virtus Pro gerade im Early stärker. Ja gut, aber sie müssen ja auch nicht fighten. Sie haben TA, sie haben Phantom Lancer, da kann man das Ganze relativ gut split pushen hier. Und vor allem wird das Pro, sie haben halt noch Maiden, sie haben den Feeble von Bane, der geht auch einmal durchs Camp durch zum Stacken. Unten aber blockt die Sentry hier, bin ich mir... Aber jetzt gibt's Action an der Top-Rune. Ja, Action an der Top-Rune, Xiao 8 wurde geshadow-striked, aber der eine Attack kommt nicht mehr durch. FNG hat keine Nova, kommt da, ja, die Shadow-Strike-Ticks reichen aber nicht für den Kill. Kommen noch zwei, wird auf 20 HP droppen. MY aber auch schon mit der Invis-Rune in der Mitte dabei. Und okay, obwohl ich anfangs dachte, sieht gar nicht so gut aus. Maybe mit den Psyblades hält hier doch relativ gut gegen. Und MMY jetzt mit der Invis-Rune wird da wahrscheinlich probieren. Will er was machen? Sieht eventuell ganz danach aus. FNG geht zurück in den Wald, bereits Level 3, Aura auf 2. Gut, und vor allem die Aura macht es der Quop natürlich ein bisschen einfacher. Nebenbei am Bottle Crown muss er hier aber auch. Also die Psyblades sitzen gut. Oben Enfiebe und Illidan, okay. Lassen das Ganze sein. Rotation von Xiao 8 und auch MMY Invis wäre da gewesen. Also Virtus Pro sehr verhalten. Ungewöhnlich eigentlich für Virtus Pro, die normalerweise teilweise richtig Vollgas reingehen. Aber hier... Ich glaube, die haben gehofft, dass sie einen TP geforst haben und dafür keine Mana gewastet. Okay, also einfach nur 100 Gold, ja gut, 100 Gold weniger für LGD. Sie stehen oben, ja gut, Illidan bekommt seinen Farm, kann mit seiner Seite noch das Camp abfarmen, aber die Kephobos bekommt unten halt auch nichts raus. Ich finde es aber immer wieder überraschend, auch dieses Mal wieder kein Clarity-Start, aber dieses Mal hat er halt die Crystal Maiden mit der Aura, die ihm da gut unter die Arme greifen kann. Und, ja, also Gott kriegt hier schon ganz gut was ins Gesicht von dem Psyblitz. Also maybe macht das mit der TE ganz gut, aber er hat auch über das ganze Event hinweg schon eine richtig starke TE gespielt. Also wenig überraschend, dass er hier auch gegen die Quop, wobei eigentlich doch ein bisschen überraschend, dass er so stark steht, mittlerweile sogar den Last Hit Count übernommen hat. Läuft deutlich besser, als ich es erwartet habe am Anfang. Muss mal gerade die Level gucken. Oh, mir fällt auch gerade auf Seil. Ja, Leshrac ist halt Level 4. Aber jetzt ist er Level 5, weil er die ganze Zeit neben dem Bane rumsteht. Oder weil Bane mit auf der Lane steht viel. Ja, jetzt aber oben Nightmare wird gesetzt. Illidan mit dem Stun, Lightning hinterher. Und ja, geht down. Illidan mit dem First Blood. Ja, cool Lane, aber sorgt dafür, dass der Darkseer halt auch nicht so viel aus der Lane bekommt. Ist bisher Level 4. Klar, Bane snackt sich die ganze Zeit XP von Illidan weg. Die Quop jetzt den PL unten. Nur apropos PL, der ist halt Last Hits technisch richtig dick dabei. Und unten die Kephobos hat die Fischer-Lanze kommt. Totem gesetzt, jetzt hat der erste Doublegänger. Aber okay. Hoch. Ja. Da. Ja gut, hätte er mit einer Fischer angefangen, hätten sie, glaube ich, Scream Sonic Wave und da wäre Sylar nichts, hätte Sylar nichts gegen machen können. Aber ich glaube, sie wollten es zum Chasen. Oder ich weiß nicht, was wird das Problem machen wollte, aber der Gank war nicht sonderlich gut ausgeführt von Gott gerade. Ne, war ein bisschen komisch, wahrscheinlich auch sehr unglücklich, dass der Phantom Lancer. Ja, ey, so steht da einfach ganz in Ruhe rum in der Nähe der Sentry und ja, Lil sagt danke, Illidan zweiter Kill. Aber im Vergleich, Illidan jetzt zwei Kills bekommen, dafür Sylar aber deutlich stärker am Farm. Bereits Setzer fast 14 Last Hits vorne nach 7 Minuten. Zwei Last Hits mehr pro Minute und das in der Laning-Phase ist schon eine Kampfansage hier gerade von Sylar.
Smoke Rotation aber jetzt in die Mitte. Lil FNG in der Nähe der Sentry. Aber ich glaube, maybe scheint da was zu ahnen. Ich habe nach vorne. Okay, jetzt hat er Slow und maybe. Ja. Gott hinten dran. Frostbite kommt auch. Brainsnap ist da. Und die Sonic Wave. Sah ja gerade mit der Rotation ran an der Seite, aber auch MMY. Oh Gott, hat den Blink nicht bereit. FNG kann da unten jetzt nur hilflos zustehen, zusehen. Frostbite noch auf Sila gesetzt. Aber schöne Counter-Rotation hier sogar vom Phantom Lancer, der damit in die Mitte dazukommt. Shaker währenddessen und ein Freefarm wird dann gleich Level 6 haben und Gangs machen können noch. Effizienter. Ja, 3-1 für Virtus Pro. Zumindest der Start ist in Ordnung. Wobei, ich mache mir vor allem Sorgen um den Phantom Lancer, weil der einfach deutlich schneller gerade dick wird als Lash. 2 Level ist er vorne dran. Lastet technisch vorne dran. Und maybe hält sich in der Mitte bisher auch ganz gut. Und jetzt hat er Trade TA gegen Gott. Gott hat immerhin die XP mitbekommen. Aber es könnte gefühlt ein bisschen besser laufen hier für die Jungs von Virtus Pro. Immer wieder der Shadow Strike, der aber direkt mit 2-3 Psyblades beantwortet wird. Also, ja, aber der große Vorteil ist, dass vor allem FNG hier viel im Wald ist. 8 Last sitzt Level 4,5, fast Level 5. Im Vergleich zu Xiao 8 mit dem Bounty noch Level 3, MMY, aber auch schon Level 5. Also der hat unten auch gut vom Stacken und Pullen profitiert. Ja, DK Phobos zumindest Level 6 erreicht. Wobei DK Phobos jetzt das Soul Ring, Tranquil Boots. Bin mal gespannt, dieses Game sollte er auf jeden Fall versuchen, irgendwann das Deck anzusteuern. Hat sich letztes Game für den Forstaff entschieden, das nicht ganz so gut gelaufen ist, farmtechnisch. Aber der Forstaff hatte halt letztes Spiel fast gar keinen Impact wirklich auf ihm. Also ist ihm eigentlich nie wirklich genug rein zu Forstaff. Und Echo Slam hat, glaube ich, so ziemlich nie wirklich einen guten Echo Slam rausgekriegt. Also da wäre Decker die bessere Entscheidung. Oben Xiao 8. Ginada Hit, aber wow. Halbes Leben weg mit einmal Lightning drauf. Und Lash geht da, ja, Bloodstone First, relativer Standard. Aber ich habe mal eine Frage, Klopper. Woran liegt es eigentlich, dass Aga auf dem Lash so? Also er ist ja ein starker Held, wird viel gepickt. Aber ich sehe trotzdem so ziemlich nie wirklich einen Aga auf Lash. Obwohl das doch eigentlich seinen Schaden noch mal einiges nach oben schraubt, oder nicht? Ja, das sind, was sind das, 60 Damage pro Sekunde. Es gibt einfach so viele stärkere Items, das ist es eigentlich. Wenn Leshrac noch einen Slot mehr hätte, würde man bestimmt auch Aga bauen. Aber Bloodstone ist halt super stark, Shivas ist super stark, der Octarine ist Pflichtkauf, also ich weiß nicht. Oh oh, wir haben einen Kill verpasst. Ja, Bounty Hunter geht down, an der Seite ein Fiebel drauf. Also vor allem Xiao 8 wird hier bisher gut unter Kontrolle gehalten. 0-2 Bounty Hunter, Level 4. Und jetzt auch noch der Ancient Block hier, dass die TE nicht weiter die Ancient stackt. Na ja gut, aber das sind Bloodstone, Octarine, Shiva, vielleicht ein Hex, aber dann wäre theoretisch noch ein Slot da, der halt meistens für sowas wie Yules oder gut BKB. BKB und Glimmer Cape sind auch gut. Oder ja, Yules gut. Halt für mehr Mobility. Weil Aga ist halt, gibt halt zwar Stats, aber fällt im Late Game auch ab, weil ich weiß nicht, diese 60 Damage mehr pro Sekunde sind jetzt nicht das, was den Helden ausmacht. Der macht halt eh schon ziemlich viel Schaden. Der braucht halt noch anderes. Zum Beispiel eben Disable, Slows oder sonst was. Obwohl er die ja sowieso schon in seinem Skillset hat. Umso größer die Items sind, umso mehr Mana-Pool er kriegen kann, umso besser. Und den kriegt er zum Beispiel durch Aga nicht. Ja gut, also er kriegt halt seine paar Aga-Int-Punkte durch das Server. Stimmt, hast schon recht, wenn er mehr tankt und länger in Fight stehen kann, dann macht er auch mehr Schaden. Mit Aga fällt er dann halt vielleicht sogar schneller um. Oben jetzt gerade der Gangtrap gesetzt. Lightning kommt, Pulsnova, Laguna Blade hinten ran, okay, Wall. Und Lil kommt dann nochmal deutlich zu spät und wird dafür jetzt auch gleich vom Maybe bestraft. Kriegt da auch nichts mehr raus und Darks hier mit dem Kill hinterher. Da war Illy da ein bisschen zu greedy unterwegs. FNG währenddessen jetzt einfach weiter im Wald unterwegs. Und Quop übernimmt die Mitte, aber vor allem der Earthshaker bekommt jetzt gerade richtig viel aus der Lane raus. Hat seine Magic Wand bereit. Hat 33 Lasted sogar vor dem Darkseer, also zumindest für DK Phobos läuft es hier deutlich besser als letztes Spiel. Was heißen könnte, dass wir hier ein frühes Dagger haben werden und das gegen den Phantom Lance ist natürlich auch absolut Gold wert. Ja. Im Moment passiert nicht so ganz so viel. Naja, aber es ist relativ ähnlich zu Spiel Nummer 1. Auch in Spiel Nummer 1 beide Teams sehr verhalten gespielt. Ich glaube, gestern gegen Virtus Pro, hab's ja auch auf Twitter gelesen, FNG, der meinte, ja, hat seiner Freundin gesagt, wenn wir gegen Secret gewinnen, dann heiratet er sie. Ich glaube, gegen Secret hat Virtus Pro gestern ein bisschen befreiter aufspielen können, weil sie nicht wirklich mit einem Sieg gerechnet haben. Hier gegen LGD
jetzt von Virtus Pro wirkt deutlich zurückhaltender und deutlich, ja, konzentrierter, oder? Was heißt konzentrierter? Sie haben ja gestern gegen Secret auch top gespielt, aber oh! No. Oh. Fiends können erstmal weg, aber sie wirken hier deutlich, weiß nicht, zumindest so zurückhaltender und das für ein CRS-Team eher ungewöhnlicher. Vor allem wird das Pro immer ein Team gewesen, die Vollgas reingehen. Sie haben Lash, sie haben Quap, aber gut, werden hier wahrscheinlich warten, bis sie ihre Core-Items haben. Bloodstone für Illidan plus dann Gott, der, okay, direkt aufs Orchid geht. Gegen Phantom Lancer, gegen TA auf jeden Fall kein schlechtes Item. Aber das Gute für Virtus Pro, den Bounty Hunter, haben sie bisher komplett rausgehalten. Xiao 8, 700 Net Worth, konnte da weder mit Jhinadda noch Orb of Venom Hit irgendwo auf welchen Lanes was machen. Aber gut, wen? Die Quap in der Mitte, die kann er mit Jhinadda Hit nicht töten. Und Lash oben ist meistens gebackup. Davor müsste vorher ein LGD wirklich zu viert nach oben gehen. Aber wie man jetzt auch hier sieht, der Perl und TTA haben ungefähr gleich viel Farm. Leshrac und Quap sogar auch ähnlich viel Farm. Also in den Fights, wenn ich mir gerade mal XP und Goldgrafen angucke, ist das alles noch sehr, sehr even. XP ein bisschen für LGD vorne. Aber ja, sonst. Aber gut, du hast schon gemeint, eigentlich sollte LGD am Anfang nicht wirklich fighten, weil das Lineup von Virtus Pro fight-technisch ein bisschen stärker ist, zumindest im Midgame. Ab wann können sie dann fighten? Sobald eigentlich BKB bereit ist auf die TA erst, oder? Also ich denke sogar fast, dass die, also sie werden früher auch schon Fights machen, aber gerade wenn sie das Darkseer Mecha haben, sind sie schon mal ein bisschen solider im Fight, aber sie werden auf jeden Fall, denke ich, auf das Phantom Lancer Diffu warten. Na gut, das Diffu gegen Lash, das wird natürlich auch dick werden. Wobei mir wieder auffällt, LG Virtus Pro auch in diesem Spiel wieder kein Mech-Träger dabei, also relativ... Gut, Virtus Pro fällt mir gerade so auf, liegt wahrscheinlich auch hauptsächlich an den Heroes, die DK Phobos spielt mit viel Earthshaker und Co. Aber Virtus Pro eins der Teams, die in diesem Meta überraschend wenig auf wirkliche Mech-Träger setzen. Auch vor allem, wenn man jetzt wieder schaut, LGD und andere Teams, auch EG, die dann mal auf einem Tusken-Mecha bauen, legen viel Wert auf ein frühes Mech. Auf der anderen Seite Virtus Pro eher weniger und Sylar tippt sich auch mal eben schnell nach oben. Die Night den Tower unter der Nase weg. Bisschen bitter für Virtus Pro, aber wow, an der Seite. Der Laguna Blade auf Bane, kriegt Bane Snap noch raus und DK Phobos, schöne Fischer hier an der Seite, Yao wird auch direkt gefunden, der Echo Slam hinterher, Yao geht down an der Seite, MMY muss jetzt aber aufpassen, aber auch Gott kommt dazu, Freezing Field von FNG, cleart da gerade noch die Illus und jetzt der Chase, Sylar ist immer noch am Leben, aber da kommt einiges an Schaden bei rum und Gott muss sich erstmal zurückziehen, Xiao, 8, Sylar relativ low, aber die TA, oh FNG, kein Mana für TP, jetzt hat er ihn aber, kommt er dann nochmal raus, Chooks sind real. Und maybe kommt nicht hinterher. Guter Fight hier von Virtus Pro. Verlieren die Kephobos, kriegen aber Darkseer und Lina, wobei Sylar überlebt bittererweise. Aber gute Rotation hier auch von die Kephobos und dem Shaker. Ja, der Fight war auf jeden Fall gut für Virtus Pro. Da sieht man auch, dass sie im Early Egg echt das stärkere Lineup haben. Mehr Disabled, Slows, viel mehr AOE-Spells und Damage. Obwohl es 4 gegen 4 war, mehr oder weniger. Im Nachhinein konnte LGD nicht viel machen. Gerade der Bounty Hunter ist ziemlich useless noch in den Fights. Ja, es ist halt jetzt wichtig irgendwann für LGD. Sie haben Bounty Hunter Level 6, sie haben Lina Level 6, dass sie vor allem da schauen, ein paar Track Kills rauszubekommen. Gerade der Versuch, Bane zu töten, aber mit Brain Sap ist der halt direkt wieder volle HP gewesen oder drei Viertel HP und dann der Turnaround. Also, das wird wichtig sein, weil wenn der Bounty Hunter hier keine Track Kills kriegt, dann ist er halt irgendwann komplett nutzlos. Der Hero macht sowieso schon wenigen Fights und ist, solange er keine Items hat, wirklich eher so ein Klotz am Bein, weil Toss und Jhinadda Hits entscheiden keine Fights. Und wenn da keine Track Kills kommen von LGD, dann fällt er halt einfach sehr schnell ab. Wobei dadurch Bounty Hunter, wenn aber einmal ein dicker Fight kommt mit ein paar Tracks, dann ist LGD halt wieder voll dabei. Ja. Virtus Pro campt da gerade an der Upchoke vom Dire Jungle. Jungle. Und gehen da jetzt direkt auf MMY. Gott kommt dazu. Freezing Field von FNG gesetzt. Sylar. Okay, Track ist aber drauf auf Xiao 8 an der Seite. Bane. Schönes Nightmare. Kriegt aber den Deny nicht mehr raus auf FNG hier. Und auch DK Phobos jetzt die Trap gesetzt von der TA. Und auch Lil wird hier wahrscheinlich sterben. Wobei nächste Fischer ist bereit. Illus sind da. Gott steht noch oben auf dem Highground. Und auch Illidan kommt dazu. Lightning. Schöner Stun. Maybe jetzt hallo. Aber den werden sie nicht bekommen und auch Gott muss sich da zurückziehen. 1-1 Trade, der aber für LGD ein bisschen besser ist, dass sie den Track Kill auf die Crystal Maiden bekommen haben.
Ja, ich glaube, Virtus Pro ist da gerade eben den Jungle gesmoked in der Hoffnung, den Phantom Lancer zu töten, weil der war nach dem, weil sie vielleicht dachten, dass der PL nach dem Fight mit den Low HP weggegangen ist. Der war aber erst noch im Jungle Farm und als Virtus Pro dann versucht hat, ihn mit der Smoke im Jungle zu finden, war Syla gerade noch in der Base. Und deshalb haben sie nur die Lina vorne gefunden. Ein Support getötet gegen den Track Kill auf den anderen Support. Ist halt eigentlich ein bisschen blöd und die Smoke wasted und Zeit gesit. Ja, aber die Kifubos nähert sich aufgrund der Tatsache, dass er in dem Spiel echt gut am Farm ist, ist langsam seinem Dagger und das könnte in den nächsten Fights nochmal richtig dick werden. Wir haben zwar bald auch das Mecha auf Darkseer, aber das Dagger auf die Kifubos ist da, glaube ich, fast ein bisschen mehr wert, vor allem gegen Phantom Lancer. Ein dicker Slam und Virtus Pro gewinnt die Fights. Weil, oh Gott, gönnt sich hier einfach den Last Hit unten jetzt ein bisschen Druck auf den Tower, wobei den werden sie wahrscheinlich nicht bekommen, nur mit Quap und Shaker. Wobei, Fissure durch. Und Desolator ready auf TA. Ja, aber woher kommt eigentlich dieser Trend, dass man jetzt mit der TA oft mit Desolator anfängt? Einfach um so früh wie möglich Damage zu machen, ist nicht das Dagger eigentlich. Weil die ja also so viel günstiger ist. Ja, klar, es ist günstiger, aber ich sag mal, das Dagger, um wirklich beweglicher zu sein, oder ist das in dem Early Game noch gar nicht so wichtig auf der TA? Weil früher in der Mitte, ja, check da einfach mal FNG und Gott sagt danke. Unten der Tower in der Zwischenzeit auch noch down gegangen. Phantom Lancer holt sich aber den Top Tower und die Lidan geht jetzt einmal kurz den Radiant Jungle durch. Da muss Xiaoed nochmal seine Privilegien überdenken, wenn er da zwischen dem T2 und dem T3 rumhängt. Ja, also der Check auf FNG, der war es auf jeden Fall nicht wert. Und Virtus Pro jetzt noch mit der Möglichkeit, den Mitteln-Tower zu holen. Wir haben in 50 Gold. Ja, jetzt haben wir es dann gleich. Die Kifobos muss ich nur kurz ein bisschen abwarten. Mecha ist ab für Darks hier, für den Fight jetzt genau. Ja, kommen auch direkt die TPs rein. Xiao 8 ist Diffu da, ist auch ab. Ein paar Tracks. Diffu ist ab, Deso ist ab. Und die Kifobos, 20 Gold fehlen. Die sollten auf das Dagger warten. Ja, würde ich auch sagen. Also ohne das Dagger jetzt den Fight zu nehmen, wäre wahrscheinlich ziemlich kontraproduktiv. LGD hat gerade perfektes Timing mit allen drei Items. Mecha, Deso und Diffu. Wenn Virtus Pro da jetzt ohne den Shaker-Dagger reinfightet, wird das, glaube ich, ziemlich bitter. Und der Leshark wird sofort seine Bloodstone-Charges verlieren. Ja, das wäre bitter hier gerade. Wobei Virtus Pro will reingehen. Jetzt kommt das Dagger für die Kifobos. Aber darauf sollten sie eigentlich noch warten. Jetzt hat er's und der Fight könnte jetzt aber auch. Jetzt hat er's und er ist nicht mehr getrackt. Sie wissen also nicht, dass er das Dagger. Okay, jetzt wissen sie es, weil der Bane in Range war mit dem Track. Ja, aber sie haben den Tower bekommen und wollen da auch gar nicht für den Fight gehen. Ich glaube, Virtus Pro weiß jetzt, dass das Timing nicht ganz ideal ist. Mit Desolator auf Maybe, Diffu plus Mecha sind da gerade drei dicke Items gekommen, die halt Virtus Pro das Fighten um einiges erschweren. Und nur auf den dicken Echo Slam zu hoffen, ja, das ist halt auch immer ein Risiko, ob das alles so durchgeht. Wobei, Illidan hat jetzt die Invis-Rune. Bounty Hunter geht da einmal schön durch die Sentry durch, aber hier haben sie keine mehr. Deck da auch. Wobei, okay, da steht nochmal eine Xiao 8. Also interessant, wie Virtus Pro hier eigentlich fast. Oh, Illidan. Jetzt der Pulsnova an, Eddick an. Schöner Stun auf MMY. Wobei jetzt kommt der Echo Slam von DK Phobos. Freezing Field an der Seite von Maybe und Syla kommt auch nicht mehr wirklich raus. Gott direkt hinten ran und Syla geht hier ebenfalls noch down. Schöner Scream. Der Chase jetzt auf Maybe. DK Phobos aber mit dem Dagger direkt wieder weg. Maybe hat seinen Dagger jetzt erst bereit und kommt da nicht hinterher. Dicker Fight für Virtus Pro verlieren. Gut, Lash ist sogar gestorben, hat sich da aber, okay, direkt einfach mal gut zur Travel gegönnt. Die wollen den Tower unten haben, aber gut, gewonnener Fight. Eddig auf 2, den Tower sollte Virtus Pro hier ohne Schwierigkeiten bekommen können. Der Fight wäre nicht halb so gut gelaufen, wenn Illidan da keine Invis-Runde zum Initiaten gehabt hätte. Aber das hat halt den Fight so gut initiaten können. Sie konnten alle Gegner sehen, konnten ihre Spells treffen. LGD war ein bisschen überrannt. Und es sind direkt. Trap jetzt da Darks unten. Ist auch schnell muss aufpassen. Wenn der dann noch ein zweites Mal down geht, dann hat sich das nicht ganz so gelohnt. FNG, schönes Vakuum. FNG geht direkt down. Die Gefobos hinten haben eine schöne Fischer gerade. Er ist dann auf Yao. Sonic Wave hinten dran und der Double Kill für Gott. Wow, das war dick gerade. Wäre der Lash hier nochmal gestorben, wäre es wahrscheinlich etwas schlecht gewesen für Virtus Pro, direkt nochmal Bloodstone Charges zu verlieren. Aber so. TP kommt rein, Syla verschätzt sich hier aber knapp mit dem TP-Timing. Direkt aber wieder die Fischer gesetzt, die Kifobos geht raus, verliert hier aber natürlich wahnsinnig schnell Mana und Maybe jetzt mit dem Sprung auf Gott. Der blinkt da aber einfach direkt wieder weg, wobei die Traps sind noch da, Lil hat so gut wie kein Mana mehr. Einer wird hier noch sterben. Aber gleich. Ja, FNG ist gleich wieder am Leben, Lil kommt weg, hinten dran steht auch noch die Kifobos. Und ja, jetzt wäre wieder auch FNG nicht da und die können, ja, sie können nicht weiter chasen, jetzt wäre die Maybe wieder da gewesen. Wenn die TA da plötzlich blöd in so ein Freezing Field rein
Degard, dann ist er auch tot. Also ja, starker kurz einmal Fight overextended von LGD, nachdem sie den Fight sowieso schon verloren hatten. Dann sah es kurz ganz gut aus, aber Virtus Pro hat perfekt disengaged, trotz der ganzen Tracks auf sich. Ja, sind da gut nochmal weggekommen, aber ja, die Kephobos jetzt, wo er ein einigermaßen gutes Dagger-Timing hat, steht er natürlich deutlich besser als im letzten Spiel. Da war die Kephobos so ein bisschen nutzlos, aber ja, der Shaker ohne Dagger kann halt dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr allzu viel machen. Und Sylar, Diffu, Ogre Club, ich bin gerade am überlegen, wird das ein BKB auch auf dem Phantom Lancer werden? Das wäre ungewöhnlich, aber ansonsten, weiß ich, Sage und Yasha ist eigentlich normalerweise das Manta-Style besser. Ich bin mal gespannt, was Sylar sich hier auf dem Phantom Lancer zusammenbaut. Oh, sie haben ja sogar noch den Kulier. Wo haben sie den Kulier getötet, die Jungs von Virtus Pro? Habe ich auch nicht mitbekommen. Aber sie werden jetzt versuchen, dann mit dem Aegis, denke ich, die nächsten beiden T2s zu sichern. Bevor der Phantom Lancer und der die TA ihre BKBs bekommen. Ja, weil gerade angesprochen wird, Virtus Pro kein Late Game, würde ich nicht wirklich sagen. Also, man sollte niemals einen Lash im Late Game unterschätzen. Klopp hat es ja angesprochen mit Bloodstone, Octarine Core, Shivas, der Held hält einiges aus und im Endeffekt im Late Game steht Lash irgendwann dann gegen 5 Sekunden BKBs in dem Fight drin und die Pulsnova irgendwann lässt jeden dahin schmelzen, auch einen Phantom Lancer. Also, ich würde nicht sagen, dass Virtus Pro hier das schlechtere Late Game hat. Wobei natürlich Phantom Lancer und TA im Late Game doch richtig eklig werden können, aber auch eine Quop Sonic Wave, das ist halt viel AOE da gegen eine TA, die dieses ganze Game eigentlich über Squishy bleibt. Und der Phantom Lancer, je nachdem Pulsnova gegen die Illus, funktioniert auch tadellos. Ja, ich finde auch, es ist schwer zu sagen, aber ich würde schon fast sagen, LGD hat einen leichten Vorteil, wenn es noch viel schwerer wird. Ja, umso länger es wird, wenn der Phantom Lancer Skadion hart hat, dann wird er schwer umzunuken sein. Und man darf nicht vergessen, wird das Pro Sonic Wave, Nova, Echo Slam, Freezing Field, da sind 4 AOEs da. Und damit kriegt man auch irgendwann noch einen Phantom Lancer, auch im Late Game tot. Was VP auf jeden Fall gut gemacht hat, dass die Wall halt nicht so stark ist wie normal, weil sie eben keinen einzigen richtigen Rechtsklick-Held haben, der in der Wall profitieren würde. So ein kleiner Konter fast gegen Darkseer, diese beiden Int-Cores. Und jetzt mit dem Aegis auf die Immortal, du meintest jetzt nächste Schritte von Virtus Pro, alle T2 Tower einnehmen, die noch stehen. Ja, weil outfarmen werden sie nicht unbedingt. Und wenn sie jetzt das Aegis haben, sollten sie den Vorteil nutzen. Ja, man sieht es ja so ein bisschen am Goldgraf. Virtus Pro 2 gewonnene Fights gehabt, sind dann zwar 4000 Gold haben sie plus gemacht, aber schon ist es wieder auf 1000 runter. MMY geht jetzt down, Gott einfach wieder mit dem aggressiven Dive, steuert jetzt auch direkt das Agar an. Aber ich glaube, das unterstreicht das, was du gerade gesagt hast, ganz gut. Also farming-technisch ist LGD halt mit Sylar und auch mit der TA, mit Desolator, die sich da einfach durchschneidet, halt immer noch gefährlich. Ja, gerade was Building Damage angeht, ist LGD klar im Vorteil. Jetzt hat der Earthshaker gerade seinen 4-Stuff ready. Ich glaube, die Queen of Pain lässt sich auch gerade irgendwas bringen. Ja, die hat das Agar fertig. Ah, nächste Fuhre dicker Items und so. Der Schrack Jules fertig. Wenn ich wird das übrigens sehe. Wirklich ein BKB auf Sylar werden. Der hat also da das Gefühl, dass er gegen diese ganzen Magie-Spells von Virtus Pro nicht ganz so gut im Fight steht. Und das BKB könnte ihnen jetzt doch ein bisschen Momentum geben auf Sylar. Die TA hat auch 3400 Gold. Kauft er erstmal Ring of Aquila, will jetzt das BKB haben, bevor Virtus Pro zu den Pushes kommt. Und 2 BKBs auf TA und, okay. Ja, sind gerade beide fertig geworden, genau. Ja, das könnte jetzt im nächsten Fight schwierig werden, weil dadurch Illidan halt wenig beim Schaden Top-Tower macht. Fight. Beim Top-Tower-Fight werden die wahrscheinlich relevant, die BKBs. Außer Virtus Pro dreht durch und versucht jetzt hier gleich in der Mitte weiterzugehen. Hoffen wir nicht. Nee, ich glaube nicht, wobei es sehr überraschend ist. Fortifier ist da, Sylar hat ein Schild drauf, geht da zurück, Sonic Wave an der Seite, Xiao 8 mit dem TP raus und wow, okay, in der Attack Animation kommt da noch weg, Tower Deny in der Mitte. Okay, es sieht nicht aus, als würde Virtus Pro durchdrehen. Die gehen immer noch sehr versorgsam vor und ich glaube, sie haben beide BKBs schon gesehen auf Maybe und Phantom. Ja, jetzt haben sie, denke ich, beide BKBs gescoutet. Es ist halt gerade sehr interessant, weil Virtus Pro zum ähnlichen Zeitpunkt ihre Items bekommen hat wie die LGD, die zweiten Core-Items. Und sie versuchen jetzt aber trotzdem, da vom Bane wird es angezeigt,
Top, den nächsten Tower mit dem Aegis zu holen. Wobei aber ein Punkt, also das BKB auf Phantom Lancer ist auf jeden Fall gut, hat aber einen Nachteil, dass Lil halt keine Schwierigkeiten mehr haben sollte, den echten Phantom Lancer zu sehen. Also nochmal ein Fiendscript auf Illus sollte zumindest in Fights mit BKB nicht mehr passieren. Ein Fiendscript geht halt durch. Wobei dann ist halt die Frage, dadurch, dass nur Int-Cores auf der Seite von Virtus Pro sind, ob sie den Phantom Lancer dann trotzdem töten können während Fiendscript. Wenn die Sonic Wave auch noch trifft, könnte das schon klappen, aber es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig. Und zusätzlich kommt noch, dass der Bane schnell getrackt werden kann und dann auf jeden Fall auch der Shuriken-Toss zu ihm fliegt und der Lina-Standard auch kaum Cooldown. Ja, Vakuum ist auch da mit einer riesigen Reichweite. Also zwar bringt Vakuum Void, wie du sagtest, nicht ganz so viel, aber du kannst Fiendscript eigentlich immer damit canceln, weil das Ding hat eine... Ja, der AOE ist einfach gigantisch auf Level 4. Ja, aber meistens benutzt man ja Fiendscript erst, wenn das Vakuum einmal raus ist, weil Vakuum wird meistens nur einmal im Fight benutzt, außer der Fight wird so ein bisschen länger, dann wird das noch ein zweites Mal benutzt, aber dann hat man ein 28 Sekunden Fenster, wo man eigentlich von Vakuum nicht getroffen werden kann. Ja, aber gut, die Jungs von Virtus Pro gehen hier erstmal weiter farmen. Aegis haben sie jetzt nicht mehr, gerade abgelaufen. Ja, und können daraus dann relativ wenig machen. Aber gut, ich glaube, die zwei BKBs bläuen da Virtus Pro schon ein bisschen Respekt ein. 1000 Gold sind auch wieder auf Siler bereit. Und das nächste Item wird wahrscheinlich entweder Skadi oder vielleicht sogar ein Manta werden. Irgendwas, was Perl jetzt auch noch ein bisschen tankiger werden lässt. Ja, Gold und XP. Oh, an der Seite geht da jetzt erstmal der Bane raus. Maybe zieht einfach sein BKB gegen den Shadow Strike direkt. Der Force-Stuff kommt da. Boots of Travel sind da. Ja, jetzt auch nach oben. Schönes Vakuum, schöne Wall. Wird aber wahrscheinlich relativ wenig helfen. Lightning kommt. Stun hinterher. Aber Sile jetzt auch mit dem BKB. Dive in den Tower. Die Phobos kann er nicht viel machen. Und Maybe jetzt da hinten dran. Aber Maybe hat kein BKB mehr. Echo Slam wird gesetzt. Sile, aber Illidan ist dabei. Pulsnova hat aber jetzt keinen Mana mehr. Totem jetzt nach oben von die Phobos. Illidan ist gecheckt und einmal der Pulsnova-Tick kommt hier noch raus und regelt gegen Maybe. Aber Gott haben sie währenddessen auch verloren. Illidan zwar Double-Kill bekommen, aber man hat's gesehen, diese zwei BKBs verleihen LGD jetzt schon nicht zu verachtende Fighting-Stärke. Auch wenn der Fight nicht ganz so gut ausgegangen ist für sie, da waren einige Track-Kills dabei. Ich glaube zwei Stück, der dritte Track. Ja, war für LGD schon gut. War schon ziemlich gut für LGD. Ja, das auf jeden Fall. Haben zwei TA und Darks hier verloren, zwei Support und einen Core dafür bekommen, aber halt zwei Track-Kills. Und man sieht es im Goldgrafen oder im Fight-Recap, 1700 Gold für drei Kills. Das ist halt die Gefahr von einem Bounty Hunter, wenn der Fight nicht ganz so läuft, wie Virtus Pro sich das vorstellt. Aber die Wall und das Vakuum waren, um ehrlich zu sein, gar nicht so gut. Also einmal war das Vakuum total off-point und die Wall, da konnte Virtus Pro halt rumlaufen. Also wenn das jetzt auch noch gut trifft, ein Vakuum, was auch in die Wall gesetzt wird oder die Wall ein bisschen besser noch steht, dann wird es richtig schwer für Virtus Pro, da noch einen Fight zu gewinnen. Aber im Moment sieht es ja noch einigermaßen gut aus. Ja, bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, auf was Illidan als nächstes geht. Point Booster plus Blade Mail, beides bereit. Es könnte sowohl Shiva als auch Octarine Core werden. Ne? Wobei jetzt wahrscheinlich erstmal Shivas Guard die bessere Wahl. Wer gibt ihm nochmal gute Armor und Octarine Core bringt ihm jetzt gerade noch wenig, solange die BKBs von LGD auf 9 Sekunden noch oben sind. Also Shivas Guard wäre wahrscheinlich die bessere Itemwahl hier erstmal von Illidan. Denke ich auch, ja. Ja, Armor plus die Wave, weil gegen BKBs Octarine Core schön und gut, aber wenn er sich nicht hochhealen kann oder Schaden machen kann, dann bringt es ihm halt auch nicht ganz so viel. Und Siler, Yasha, jetzt kommt als nächstes wohl das Manta-Style von ihm, damit hat er dann auch gute 2000 HP. MMY mit dem Yule-Zepter und die nächste Smoke-Rotation von LGD schicken Bounty Hunter wieder nach vorne, werden hier aber keinen finden. Die Jungs von Virtus Pro gerade komplett oben auf der Top-Lane und auch die Kephobos mit einer Blade-Mail dabei, sehe ich in letzter Zeit unglaublich häufig gegen eine TA, diese Casual Blade Mail. Gut, die Kephobos kann immer noch daraus so was wie Lotus Orb gegen Lina, wäre sogar gar nicht mal so bad. Sind kaum Single Targets da, wobei auch Track zurückwerfen vielleicht ganz cool ist. Aber ja, diese Casual Blade Mail, vor allem gegen die TA, gegen Desolator, habe ich jetzt schon häufiger gesehen. Auch die Queen of Pain jetzt mit einer Blade Mail dabei. Also kaum ist Desolator bereit, tankt wird das Pro hier ab. Illidan. Fischer kommt, aber direkt mit Doublegänger raus. Also Shaker wird das Shivas bauen. Shaker, und meinst du, wird das Shivas bauen? Ja, Shaker wird das Shivas bauen und der Dashrak geht jetzt auf Octarine Core, bevor er das Shivas finisht, denke ich. Oder? Ja, nee, aber beide haben Shivas im Quick-Buy. Beide haben Shivas im Quick-Buy. Und was hat die Quop dann im Quick-Buy? Auch Shivas.
Triple Shivas. Ja, Triple Shivas Power. Oder halt, wie gesagt, erstmal die Plate Mail gekauft, wobei dann, keine Ahnung, warum sie Shivas im Quickbuy haben. Wobei mich würde es ein bisschen überraschen, weil DK Phobos hat zwar Farm, aber Lash hätte Shivas wahrscheinlich deutlich früher als DK Phobos. Aber gut, zweiter Roche wird angegangen, DK Phobos geht auch direkt auf den Highground, um nicht initiated zu werden und einen Echo Slam zurück auszuholen. Jetzt kommt die Smoke Rotationer. Wird aber aufgedeckt. Die Kefoba steht hier immer noch oben. FNG jetzt auf den Highground gebracht. Aber von da kann er halt ein traumhaftes Freezing-Feld ziehen. Jetzt geht Maybe ein bisschen die Vision aus Trap gestellt. Die Kefoba ist immer noch da. Sonic Wave kommt. Wartet ihr ab, bis die BKBs wechseln. Illidan wird jetzt angegangen. Maybe kommt rein. Die Kefoba, jetzt geht er rein. Jetzt kommt der Echo Slam. Aber es reicht nicht. Und Illidan geht down. Maybe relativ low gegangen. Aber die Kefoba ist auch down. Und ja. Der Fight, absolut Katastrophe gelaufen für Virtus Pro und damit bekommt Illidan, bekommt LG Deer jetzt auch noch den Roshan hinterher. Ja, das ist ein 5500er XP Swing und ein 5000er Gold Swing. Ja, das ist halt die Power der Trax. Wieder Trax plus jetzt der Aegis und ja. Die BKBs regeln gerade für LGD, wobei es nicht ganz so gut lief. FNG zwar in der schönen Position für ein Freezing Field, aber die direkt Trap gesetzt von der TA und ja, die musste mit BKB nichts befürchten. Und DK Phobos kam ein bisschen zu spät, hat sich da zwar oben relativ gut positioniert, aber dann den Nachteil gehabt, dass der Fight so ein bisschen weg vom Rosh Pit gegangen ist. Hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt und konnte dann auch nicht mehr so viel Impact haben. Illidan schon down gewesen. Da, das ist aber das Problem von so Lineups, die Roshan machen, obwohl sie eigentlich das Lineup sind, das initiaten müsste. Also Virtus Pro ist das Lineup, das initiaten will. Und wenn sie dann am Rosh sind und sie werden von der Seite gegoat und splitten sich dann auch noch ab, der Leshrac oben alleine, dann haben sie halt eigentlich fast gar keine Chance mehr, den Fight zu gewinnen. Und so war es dann auch. Die beiden BKBs konnten die einfach in Ruhe machen, was sie wollten, ohne irgendwie Schaden zu nehmen. Selbst am Ende, DK Phobos muss lange warten, bis er reinspringen kann und macht dann am Ende auch leider nichts mehr. Ja, ganz so könnte dann halt erst, es wird halt erst dann wieder besser, wenn die ganzen BKBs unten sind. Jetzt aber immer noch auf 8 Sekunden, also mindestens noch 3 Fights, wenn LGD die BKBs immer zieht, bis es wirklich besser wird hier für Virtus Pro. Und darauf müssen sie jetzt ein bisschen warten. Vielleicht schauen, ob sie mit dem Yule-Step von Illidan das eine oder andere BKB ein bisschen rausbaiten können. Aber ansonsten, ja, DK Phobos kann halt dann auch nichts machen. Der steht, solange die BKBs laufen, wie du es auch gerade sagtest, in Fights ein bisschen nutzlos rum. Und ja, genau das müssen sie irgendwie machen. Schauen, dass sie die BKBs baiten, dann rausgehen. Wobei im Xiao 8 zieht er direkt wieder in den Cancel. Illidan, Puls Nova noch an, aber maybe hinten dran. Er hat zwar BKB gebaitet, aber mit seinem Leben bezahlt. Ja, das war, ehrlich gesagt, absoluter Blödsinn. Es wurde nicht... Virtus Pro hat niemanden auf der Gegner mit gesehen und der Phantom Lancer hat zwei Möglichkeiten, den Star Follow Dings zu dodgen und zusätzlich hatte Illidan kein Backup und dann kann er den fast alleine nicht töten. Also ich weiß nicht, was das war. Nervös vielleicht, der Junge. Ja, an sich das Vorgehen ja gar nicht mal so schlecht gewesen, also... Weiß nicht, BKBs baiten oder rauskriegen, hatte ich ja schon angesprochen, ist wichtig, aber ohne Follow-up und ohne zu wissen, wo LGD ist, an sich halt dann, wie du es auch schon sagtest, doch ein bisschen... High risk, some reward. Ja, immerhin ein BKB-Charge weg auf Phantom Lancer, wobei der jetzt auch gleich sein Manta hat und damit nochmal eine Schippe tankiger wird. Und ja, Pipe für Bounty Hunter bereit. Überraschend für mich, Pipe aktuell kaum einen Meter drin, aber vor allem gegen Lash natürlich ein Item, was dir schon ein, zwei Sekunden Ruhe vor der Pulsnova und Lightning kickt. Auch wenn es natürlich aufgrund des Lash auch nicht so viel kriegt. Du wärst circa ein Lightning ab, zwei Sekunden Pulsnova und dann ist die Pipe auch schon wieder verbraucht, aber Xiao 8 ist wohl der Meinung, das ist es wert. Damit verlängern sie jetzt zumindest nochmal die Phase, wo der Lash wenig macht, um ein, zwei Sekunden, fünf Sekunden BKB, zwei Sekunden die Pipe. Es sind immer noch 7 Sekunden, wenn die BKBs ganz. Jetzt die Smoke sind. Und Virtus Pro mit dem Rücken gegen die Wand und sie müssen jetzt den Engage ordentlich hinbekommen. Ja, Illidan ist da, T2 Tower wird angegangen, Pipe gezündet, TP kommt jetzt rein von Gott, der gerade noch unten unterwegs ist. Lassen sie den Tower fallen oder wollen sie da wirklich noch was machen? Jetzt ist der Tower weg, Smoke läuft immer noch und Illidan, okay, da wird er jetzt entdeckt, Smoke aufgedeckt, Trap kommt. Und Gem auf Lina zum D1.
Ja, wobei das Scammer zumindest gegen die Traps ganz gut sein könnte, aber ja, Virtus Pro kriegt den Engage nicht so hin, wie sie wollten. LGD stand aber auch unglaublich clever, alle fünf Leute in einer anderen Richtung, um zu verhindern, dass plötzlich da ein DK Phobos reindankt. Ja, ich hätte mir gehofft, dass Virtus Pro nach der Smoke übrigens links rumgeht. Dass sie von hinten ihn in den Rücken ja, fallen, ich so bin eh so der Fan, sieht. Wenn der Dire Mitte Tower T2 verteidigt wird, ist meine Lieblingsaktion halt zu smoken und links rum zu gehen, weil von rechts rum haben... hat halt Radiant, ist viel einfacher wegzustehen von den Gegnern. Die haben, hat man ja auch gerade gesehen, sie konnten nicht initiaten. Ja, aber von hinten, das sieht man relativ häufig von den Teams so, wenn man wirklich gar keine Hoffnung mehr hat, dann einfach der Smoke irgendwie in den Rücken und schauen, dass man einen guten Fight bekommt, wenn man zuerst die Supporter snackt. Aber Virtus Pro, ja, haben wahrscheinlich gehofft, dass DK Phobos hier wieder einen seiner berühmten Echo Slams rausbekommt, was aber dann nicht ganz so geglückt ist. Und ja, 15 zu 17 steht's und die letzten Fights, man sieht's im Goldgrafen, absolutes Desaster für Virtus Pro gewesen. 10.000 Gold, ja, waren im Endeffekt nur zwei Fights, aber du hast es ja auch schon angesprochen, mit den Bounty Hunter Tracks geht sowas dann ganz, ganz schnell. Und auch Virtus Pro hat auch keine Vision mehr. Die Map zappen Duster. Jetzt haben sie ein Ward wieder in der Mitte da, am Upchoke. Wird übrigens doch, wie du sagtest, erstes Octoline-Core hier auf Lash. DK Phobos, 2400 Gold. Könnte also auch wirklich wieder auf ihm des Shivas werden. Oben die Quop hat sich für AC entschieden. Okay, also alle drei Core-Items da, die man aus Blade Mail bauen kann. Bei Gott, muss hier ein bisschen aufpassen, arbeitet jetzt mit Ultimate Orb wahrscheinlich auch aufs Hex hin, wo die BKBs schwächer werden. Wobei Sylar, Xiao 8 in der Mitte jetzt dabei, FNG, oh, da kommt direkt die Lanze drauf, wobei man sieht alleine, wie FNG hier schon gegen die Illusions droppt und oben Gott gestorben und das ist jetzt richtig dick für LGD, können jetzt wieder schauen, dass sie ein bisschen mehr Druck auf die Base von Virtus Pro aufbauen. Guck mal eben, wie Gott da oben gestorben ist. Mm. Ah, okay, er ist geblinkt. Er ist geblinkt in alle drei Reihen, die gerade von hinten ihn gängen wollten. Welches Timing war das denn? Aber hier war das Timing gerade. Ich glaube, da muss ich. Boah, der Shaker gefunden. Shaker gefunden? Ja, da ist Shaker down. Und Laguna Blade in der Mitte, Illidan down. Und Gott, beide ohne Ballbeck. Und das könnte jetzt vielleicht Gott sogar schon gewesen sein. Gott hat sogar gedieback'd. Oh mein Gott. Nee, Freezingfield kommt von der FNG. Der hat einfach nur was gekauft. Der hat einfach gar kein Geld. Einfach so. Ja, ich glaube, das ist gelaufen. Relativ antiklimatisches Ende jetzt gerade, weil LGD sich einfach zwei Pick aufs Wohl. Und alle haben kein Buyback. Die Kephobos nicht mal einen Echo Slam bereit und. Also, wenn sie so aggressiv alleine rumspielen, mit der Gefahr getötet zu werden und dann kein Buyback haben, das ist sehr, 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 sehr risky. Und jetzt zahlen sie gerade dafür mit den Rex. Ja, ich glaube, das wird nicht nur mal bei einem Set of Rex zu bleiben. Gott ist zwar in 10 Sekunden wieder da, aber ja, das ist eben auch genau das, was im Panel angesprochen wurde. Du machst einen Fehler und LGD haben sich oben mal die Quop geholt, Shaker vor der Base und dann einfach. Ja, die haben so viel Building damit. Ja, mit Desolator schmelzen die halt einfach weg. Und das sind zwei Rex down für Virtus Pro und. Davon sich jetzt nochmal zu erholen, wird fast ein Ding der Unmöglichkeit sein, vor allem mit einem Phantom Lancer. Und ja, ein weiterer Pickoff könnt ihr entscheiden. Nur mich wundert, kein Buyback auf Virtus Pro gerade nach 40 Minuten. Illidan gerade auch Green Core fertig gekauft, die Quop des Ultimate Orb gekauft. Und ja, jetzt kann Virtus Pro nur noch hoffen, dass LGD hier einen Fehler macht und die sind nicht gerade dafür bekannt, Fehler zu machen. Ne, die. Also, da muss jetzt Virtus Pro den die perfekte Initiation kriegen. Ja, aber selbst dann, sie sind halt jetzt auf 25.000 Gold hinten, selbst wenn sie einen perfekten Fight. Ja, die müssen drei Fights oder so gewinnen, damit sie überhaupt. Und dann haben sie wenig Building Damage. Also, das ist wirklich. Ja, gut, sie haben Eddick von Illidan Stormridge. Also, der kann die Building schon ein bisschen down bekommen, aber auch nur alle paar Sekunden. Also, da ist immer eine gewisse Downtime da und. Ja, Virtus Pro, zumindest das Ghost Scepter jetzt auf FNG. Aber jetzt müssen sie halt warten, bis LGD wieder was macht. Und die werden jetzt wahrscheinlich auf den nächsten Roche warten. By the way, ich sehe den Roche-Timer nicht. Ich auch nicht. Gott, dieses. Ich hasse Dota TV. Ab und zu wirklich mega buggt. Ich glaube, weil wir beide in der Zeit zurückgegangen sind und geschaut, wie Quop gestorben ist. Also, Roche ist gefallen. 33. Woher weißt du das schon wieder?
Habe ich gerade nachgeguckt. Also der kann jetzt maximal da sein und dann 44. Okay, also in den nächsten 3 Minuten wird er wahrscheinlich spawnen und dann in der Mitte FNG wird gefunden. Lil steht bereit. Lanze kommt. Gott kommt von hinten. Will wird das Pro jetzt wirklich hier fighten? Sieht ganz danach aus, aber da kommt Vakuum. Crystal Maiden geht down. Gott kommt gerade so raus. Und an der Seite Bane geht down. Sala jetzt mit dem Chase auf Gott. Und wieder ein katastrophaler Fight. In der Mitte wird jetzt auch noch Illidan gefunden. Die hat auch immer ja, noch... Die werden das scrollen. War's. Das war's. Keine Möglichkeit. Jetzt ohne Buybacks auf allen beiden Cores. Und GG Warplan ist called. Ja, RIP EU Dota. Die beste Platzierung war der 5. bis 6. Platz. Und das heißt, wir haben unter den Top 4 Teams 3 Chinesen, CDG, LGD und Vici und EG, die ja, jetzt sich hier durchsetzen wollen. Und das schade. Ich habe mir von Virtus Pro ein bisschen mehr erhofft nach ihren Matches gegen Secret, aber weil ich hatte es gerade vorhin ja schon mal angesprochen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, hier gegen LGD waren so ein bisschen mehr die Nerven dabei. Ich glaube, gegen Secret haben sie nicht wirklich so damit gerechnet zu gewinnen. Und jetzt gegen LGD haben sie es vielleicht doch nochmal gemerkt, wir können was machen und sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt. Weil gegen Secret haben sie gestern deutlich befreiter irgendwie aufgespielt. Du hast die Matches wahrscheinlich